Zurück bei Dark Souls 3 und schon auf der Leiter. Hallo, Nikola. Fox ist noch am Off dabei. Ja. Wir versuchen jetzt gerade nochmal schnell durchzukommen. Kommen wir ein bisschen auf die Leiter. Da geht es weiter in der nächsten Folge. Schwupps. So. Wir versuchen unser Schlechtestes, weil mit den Besten kamen wir nicht weiter. Aua. Hätte ich meine Seelen und dann sowas. Okay, du rennst sofort an dem vorbei. Das ist natürlich auch... Ah! Was mache ich denn? Oh, oh. Och, bin ich so blöd oder sehe ich nur so aus? Meine Scheiße. Das soll eine Person entscheiden. Du brauchst eine Umfragenfunktion. Ich hätte den... Ist der Header so dumm? Blöden sieht dann nur so aus. Ritter nur einmal hauen müssen und der wäre runtergefallen. Ich hätte nicht mehr tun müssen. Was mache ich? Ich renne an ihm vorbei und sterbe. Mann! Du hattest einen Pfeil im Popo und das fühlte sich gut an. Bis an der Sturz kam, ne? Ja. Das ist echt ein ekliges Gebiet. Ja, ja, ja. Es ist ein sehr, sehr aufspießendes Gebiet. So, eigentlich müsste jetzt hier sofort irgendwo ein Nukular aus dem Wasser kommen. Da! Aus der Pfütze geboren! Moin! Moin! Ich versuche währenddessen bei mir auch das Leuchtfeuer mal zu kriegen, weil anscheinend habe ich das nie geholt. Ich weiß aber nicht warum. Sehr geil. Schmerzhaft. Du musst beide Bestien töten, damit das Leuchtfeuer spawnt. Ah. Ja, aber ich habe ja eigentlich den Covenant zu spielen. Naja. Ich werde es natürlich rausfinden. Sarah, ein schmerzhaft ist eine Frage der Gewöhnung. Alles ist dann Dildo, wenn du mutig genug bist. Boah. Das ist wo, Leute, bitte. Ist das noch dem Spiel angemessen mit einer Altersfreigabe von 16 Jahren? Oder überschreiten wir so langsam eine Grenze? Ich bin mir nicht sicher. Ach, wir sind in Europa. Und es gibt RTL. Wir zeigen ja kein explizites Bildmaterial. Das sagst du. Geschnitten ist noch gar nichts. Autsch! Gesamte Axt. Stabbing you backstabbed. Ich übernehme den anderen. Ja, das ist sehr gut. Alter, haben die was drauf. Muss ich mal kurz retten. Ey, yep, du nimmst dir meinen Gegner weg. Ich kann nicht mehr. So, wo ist denn der andere da hinten? Ah, da oben. Hier oben ist ja noch schon einer gestorben. Da unten ist noch einer irgendwo, ne? Hä? Ah, da hinten schießt noch einer. Okay, alles klar. Da hinten geradeaus. Hier ist noch einer irgendwo. Oh, hier sind überall noch welche. Hier sind überall welche, Oh. Sehr gut. Ab ihn. Zählt er sich um. Nice Combo. Oh. Eine große Titte. Apropos große Titte, komm mal mit. Ich Sekunde. Muss dir noch ein sehr, sehr wichtiges Item besorgen. Eng ist ein dehnbarer Begriff. Es gibt nicht zu eng, es gibt nur zu wenig Anlauf. Ja, hier lagen überall noch Items, weil die total viel gedroppt haben. So, ich muss mich hier nochmal umgucken. Naja, da liegt was. Ja, das ist das Einzige, was ich von oben gesehen habe. Ja, genau, richtig, richtig. Es liegt eine Asche eines Ostländers. Das ist aber ein bisschen... Warte, ich muss erst den Ostländer durchlesen. Die Asche eines Ossis. Ja, ich wollte es gerade jetzt nicht so in der Maße sagen. Ich darf sagen, ich wohne in Brandenburg.
Shaden Ashy ist ein Rüstungshändler aus einem Pflanze des Ostens. Er ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei der Schreindienerin. Der Händler, ein Hauptmann eines Jägerclans, war von Waffen fasziniert. Ich glaube, er gibt mir Waffen. Ihr glaubt, da werden wir Waffen geben. Ein Ostmann, der von Waffen fasziniert ist. Kommt dir das bekannt vor, ja, vielleicht? Taliban. Nein, in der Dark Souls-Welt. Nicht in der echten Welt. Achso, sagt das einer. Ah, das ist der normale Weg hier hoch, ne? Okay, alles klar. Easy. Genau. Erinnerst du dich an den Typen, der von seinem Ninja-Freund begleitet wurde im Wald in Dark Souls 1? Ja, 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 bei der Katze. Ah, der Typ. Ah, der sollte doch auch so ein ähnliches Quest haben. Ursprünglich war das mal geplant, der sollte so ähnliches sein wie dieser bei Demon's Souls, der so ein Katana haben wollte. Genau. Falls das nicht passiert ist. Ja, siehst du, sowas wird gar nicht erst gequotet. Oh, ich darf mich alleine einem Silberritter stellen. Aua, hier war eine Kante. Hm. Ha. Geht doch. Ich hab schon gedacht, du machst das nicht mehr. Alter, das ist aber ein fetter Schlag, den du da drauf hast. Was war denn da falsch? Ah ja, du hast Quote falsch geschrieben. Nee, war nicht. Hä? Was ist das Problem? Warum geht es nicht? Nein, es geht nicht. Ich bin schon seit 4 Uhr heute Morgen wach und das passiert halt. Bin im Retarded-Modus. Achso, wer steht denn am Sonntag um 4 Uhr auf? Das so eine unchristliche Zeit. Ja gut, ne? Zeitumstellung, wir haben schon ein Geschenk bekommen. Also ich heute Morgen, ab 6 Uhr halbstündlich aufgewacht, weil ich einfach wach war. Ah, das könnte ich nicht. Also bei mir ist so, wenn ich im Bett liege, dann kann ich die Augen zumachen und ich schlafe. Ja, aber irgendwann wachst du doch wieder auf, oder nicht? Nicht unbedingt. Du wachst nicht von alleine? Genau. Also ich wach schon von alleine auf, aber ich kann dann auch genauso gut wieder weiterpennen. Und es kann sich, wenn ich wirklich komplett frei habe und gar nichts zu tun hätte, könnte sich das bei mir echt bis nachmittags durchziehen. Oh, stimmt, ich erinnere mich da an so einige Erfahrungen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Mit mir? Dass du sehr, sehr lange schlafen kannst. Warte, da unten ist noch ein Item, Nikola. Ich müsste da gleich mal irgendwie runter. Oh, da. Hier ist auch noch mal ein Item. Ich muss hier überall noch runterspringen. So, erstmal, warte, hole ich mir das hier: Silberritterhelm. Ach, das, woran du denkst, da habe ich bestimmt einen. Psychischen Kater heilen. Dies ist der Helm der Silberritter, die der alten Königsfamilie dienten. Es heißt, dass die Ritter selbst nach dem Tod der Königsfamilie noch über ihr Anwesen und die Ruine der Kathedrale wachten. So, entweder gehen wir da jetzt rein oder ich springe erstmal hier runter. Erstmal da runter. Okay, aber wie kommt. Warte mal, am besten springe ich von da hinten, ne? Ja, genau. Warte mal, ich muss mal kurz hier. Ist hier was runter versteckt? Nein, gut. Na, Türsteher. Nach müd kommt blöd. Ja, genau, wenn man zu müde wird, dann wird man auch immer blöder. Bräsig. Wie man auch gerne dazu sagt. Okay, Banzai. Guten Tag. Wo ist mein Loot? Danke, Ritter. Zwei kleine Titten. Immer schön. So. Jetzt kann ich nur noch weiter runter. Na gut. Banzai. Da heilt er sich. Oh, noch mehr Loot. Drachentöterbogen. Wo du mir bist. Ein Drachenbogen, in der Drachentöter aus dem Zeitalter der Götter, der viel größer und verheerender als andere Bögen ist. Er muss zum Abfeuern im Boden verankert werden, was den Schaden angreifbar macht. Schützen angreifbar macht. Er benötigt besondere Großpfeile. Fertigkeit stechender Pfeil. Feuert meisterhaft einen Pfeil ab, der alle in seinen Bahn stehenden Gegner durchschlägt und Schaden. Ups, verursacht. Ups. Da blieb mir glatt der Atem weg. Atmen, ne, Hedda. Atmen. Nicht vergessen. Spezialfähigkeit Atmen nicht vergessen.
So, lassen wir mal die Kardinäle in Ruhe, ne? Tschüss. Ich bin Patenonkel, lass mich in Ruhe. Ich tue Gutes für die Kirche. Ich wollte gerade sagen, ich war mal Messdiener, aber nein, dann kommen die alle angerannt. Bei mir, ja, scheiß Zeitumstellung, bin froh, wenn das endet. Loot ist gut, zu viel Loot macht Übermut, ja. Looten und leveln. Was muss drin sein in dem Spiel? Looten und leveln. So, weiter kommt man nicht weiter, ne? An das andere Ding da kommt man so gar nicht ran. Schade, gut. Ich bin Patentante, so what? Mein Patenkind ist viel besser. Das ist so ein Summoning-Raum. Hey, da kommt dir der Raum hier bekannt vor. Versucht angreifen. Ja, das ist so ein Summoning-Raum, wie bei den, hier war die Statue von dem Sohnemann, von dem ersten. Von Gwyn war hier eine. Achso, von Gwyn war hier eine. Nee, stimmt, Statue genau, vom ersten Sohn macht da überhaupt keinen Sinn. Wir müssen da gar nicht wieder aufschauen. Richtig, genau. Komm mal her. Ja, warte, ich musste gerade eine Glut sammeln. Er roch so nach Loot. Header, Ex-Messina, High Five. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so ganz allein und armselig damit. Wieso? Das war voll cool. Ich war auch Gruppenleiter und so weiter. Ich war voll engagiert. Oh mein Gott. Noch ein Sommerlager mitgefahren als Betreuer und. Und dann wurde ich Atheist. Gegen Fail. Offensichtlich bist du ein Messenger. Welcome, our gracious Lord. Your spouse awaits you. You are very near. Please take the sword of avowal. May you be the truest Lord of Londor yet. Schwert der Bekenntnis. Du weißt, muss ich mich denn hier bekennen? Your spouse awaits you. You are very near. May you be the truest Lord of Londor yet. Aber sicher doch. So, Schwert der Bekenntnis. War das so eine Kugel? Schlüsselleiter. Ach so. Na toll. Zeremonielles Schwert von Londor kann nicht als Waffe angelegt werden. Es heißt, das Eheritual kündigt einen wahren hellen Höhlenfürsten an. Der Name deines Partners ist Anri, sehnsüchtig wartend auf den rechtmäßigen Fürsten tief innerhalb des Mausoleums. Genau. Und bevor du jetzt hier weitergehst, Heather, geh noch mal kurz in deinen Status-Screen, bitte. Ja. Und sag mir mal bitte, wie viele dunkle oder beziehungsweise in dein Inventory und sag mir mal bitte, wie viele dunkle Siegel du hast. Also ach, hier gar nicht. Ah so. Nein, da sollst du hingehen. Boah, dass der das alte Menü öffnet, wenn da noch so ein Pixel von zu sehen ist. Wer hat sich das ausgedacht? Dunkle Seelen. War das Consumables oder waren das Schlüsselitems? Nee, Schlüssel-Items, dunkle Siegel. Fünfe. Okay. Jungschar-Leitung. Ja, gut, im Osten heißt sowas Jungschar. Da kann man doch noch ein bisschen näher kommen. Personell Space. Bei uns im Westen ist es auch so. Echt? Blechhelm. Ja, Blechrüstung. Also in Süddeutschland auf jeden Fall. Ah, okay. Ich habe Blechrüstung gefunden. Die ist bestimmt hochqualitativ. Dies ist die Rüstung eines Ritters, der einst als Finstermond bekannt war. Es heißt, im Inneren dieser Messingrüstung verberge sich etwas Grässliches. Ihre Silhouette hat weibliche Züge. Mhm. Du hast soeben die Rüstung der Feuerhüterin gefunden aus Teil 1. Ach so, ja, deswegen was Hässliches. Ach so.
Dies ist die Rüstung eines Ritters. Blablabla. Okay, das ist dasselbe alles. Blech und Blech. Du erinnerst dich ja bestimmt halt auch noch an den, an diesen Finstermond Covenant aus Dark Souls 1 und so. Das war der in Anno Londo, wenn du gegen, wie hieß du noch gleich gekämpft hast? Gwendolyn. Gwendolyn. Genau. Das ist einer der letzten Bosse, die wir gemacht haben. Das war dieser ewig lange Gang, der halt so unendlich lang ging. Da erinnerst du dich bestimmt dran. Ja. Genau. Sein Covenant ist quasi dieser Finstermond Covenant. Und wenn du diesen Finstermond Covenant gebrochen hast, indem du zum Beispiel den Boss angegriffen hast, dann hat auch diese Feuerhüterin von Anrund, die ist dann auch auf dich losgegangen. Warum ist Anri tot? Und wo verschwindet Nukular? Ah, ihr seid jetzt in dem Raum, okay. Truhe. Ich weiß, wo ihr seid. Ist da etwa Schatz? Umkehrring. Es ist immer wunderbar, zu einer Hochzeit einen Umkehrring mitzunehmen. Nur just in case. Dieser göttliche Ring wurde der Finstersonne Gwendolyn in seiner Jugend verliehen. Lässt Männer weibliche Aktionen ausführen und umgekehrt. Das wird eine spannende Nacht, meine Freunde. Gwendolyn wurde durch die Aura des Mondes wie eine Tochter herangezogen und soll sich wie eine launische und grüblerische Göttin verhalten haben. Was sind denn weibliche Aktionen? Aber jetzt mal in aller Ernsthaftigkeit. Ja? Hast du auch schon gemerkt, wo du hier eigentlich bist? Welcher Ort das hier ist? Lag hier die Riesentante bla? Oben drüben? Nein, nee. Hier, das ist hier die Arena. Wir sind hier gerade der Korridor, durch den wir gelaufen sind, war quasi die Bassarena von Gwendolyn. Oh, oh, oh. Und dieser kreisrunde Raum am anderen Ende war da, wo das Leuchtfeuer war für Gwendolyn. Wir sind also quasi schon in Anno Londo drin. Ja gut, das habe ich mir schon längst gedacht. Ja gut. Ich habe nur den Raum nicht richtig zugeordnet. Also es sieht schon sehr ähnlich aus. Ja, aber vor allen Dingen, was mir gerade auffällt, die Pilze da oben, die waren auch in dem anderen Spiel. Pilze? Da oben. Ja, das sind Blumen. Oder Blumen. Pilze, Blumen. Die waren auch in dem... da liegen Blumen. Stimmt, da liegen Blumenstrauß. Die lagen auch in dem anderen Dark Souls-Teil. Da erinnere ich mich dran. Ja, ich glaube, ich erinnere mich, dass du die halt auch bemerkt hast und so. Das waren die Blumen, die der Erstgeborene hinterlassen hat, nachdem er sich von dannen gemacht hat. Irre. Ich drehe mich jetzt mal weg. Das heißt aber halt auch, im Gegensatz zu Dark Souls 2, was ja in den ganz anderen Land gespielt hat, spielt Dark Souls 3 offenbar wirklich genau in dem gleichen Gebiet, wo auch Dark Souls 1 war. Zumindest mit großen Überschneidungen, ja. So, ja, Ritus der Bekenntnis. Genau. Dunkle Segel 3. Ja, gut. Alles klar. Einfach mal das Face impalen. Why not? Man könnte ja trauern. Herzlichen Glückwunsch, Heather. Du bist verheiratet. Ja, zu einer Leiche. Warum ist Andri überhaupt tot? Selbstmord? Andri ist untot. Also tot ist sie bestimmt nicht. Ja, also lag sie jetzt einfach nur stumpf hier rum, oder was? Oder, ja gut, sie kann ja jetzt ja wiedergeboren werden. Oder sorgt das Schwert jetzt dafür, dass sie nicht wiedergeboren wird? Indem er sie volle, also wieder aufwacht, weil sie ja untot ist. Das Schwert war dafür da, dass du ihre dunkle Siegel aufgenommen hast. Ah, ja.
genau. Joel hat dich ja umsonst immer aufgelevelt, indem er immer gesagt hat, lassen wir, um deine wahre Stärke hervorzubringen. Das hat er ja insgesamt 5-mal gemacht, deswegen hattest du ja auch 5 dunkle Siege. Und als du es dann zum 6. Mal machen wolltest, hat er ja gesagt, du hast deine wahre Stärke bereits entfaltet. So. Und du hast jetzt diese wahre Stärke, die du hattest, hast du jetzt noch einmal übertroffen, indem du 3 weitere Siegel von Anri übernommen hast. Was dich quasi zum wahren dunklen Herrscher macht, zum dunklen Fürsten. Hm, das klingt nett. Und dafür hast, genau, und dafür hast du, genau, und dafür hast du halt eine andere, dafür hast du eben einen Partner gebraucht. In diesem Fall Anri. Und dadurch, dass du ihre dunkle Siegel aufgenommen hast, hast du quasi auch ihr Symbol der Menschlichkeit in dich aufgenommen, was dich an sie bindet sozusagen. Und deswegen bist du jetzt offiziell verheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Geil. Wuhu, Party. Schmeiß eine Riesenparty. Ja. So. Also wenn sie jetzt so richtig geil gewesen wäre, hätte sie auch 5 Siegel gehabt, hätte ich jetzt 10. Warum hatte sie denn nur 3? Und WB Ghost Girl. Willkommen zurück. Ich bin ein bisschen enttäuscht von meiner Frau. Sie war nicht böse genug. Vielleicht konnte sie nur 3 Siegel empfangen. Wer weiß. Oh, jetzt steht doch direkt der Messenger. Chameleon. Nachdem dir in Bloodborne damals bei der Wildblood-Königin der Laufpass gegeben wurde, bist du jetzt endlich verheiratet. Ja. Ach, es ist eine gute Hochzeit, wenn mindestens einer stirbt. Wie du Traki. Naja, es ist dieser, den Zauber kennen wir ja. Ist ja auch, schick sie es doch. Ja, den Zauber hast du gerade gelootet. Ich weiß. Aber das ist ja uns halt in so... Oder sollen wir den nochmal lesen? Komm, wir lesen ihn nochmal. Verlorener Zauber aus Olasil, dem Land der alten goldenen Zauber, verwandelt den Wirker in etwas Unauffälliges. Dieser Zauber entstand nicht durch gezielte Entwicklung, sondern aus dem Streich eines jungen Mädchens, das genug von einer von seiner Einsamkeit in Dämmerwald hatte. Oh, war das Dust vielleicht? Du wirst ja immer zur Statue. Ist das nicht auffällig, wenn du immer das Gleiche wirst? Der Zauber ist ja abhängig von deiner unmittelbaren Umgebung. Wenn in deiner unmittelbaren Umgebung nur Stein ist, dann wirst du halt auch nur zur Statue. So, Türmchen, funktionierst du noch? Ja, sehr gut. Neko, Lust auf ein Axtduell? Du hast auch den ersten Schlag. Oh, geil, das geht auch. Duelle angefangen hier. Catfight. Das ist cool, oder? So, kurz den Turm abchecken. Das ist doch geil, oder? Was ist geil? Das führt, also bei mir hat das unglaublich Dings geweckt. Ach so, ja, das Erinnerung. Das Turm, vor allem eine gute Konstruktion, dass er immer noch funktioniert. Genau. Respekt. Das waren bestimmt Zwerge, die den gebaut haben. Vor allem mit diesem Turm hat man auch eine richtige Orientierung, wo was nochmal gewesen sein könnte. Ja. Also wir sind jetzt eine Stufe hochgefahren, das heißt eigentlich müsste es hier rausgehen irgendwo, tut's aber nicht. Hedda? Ja? Hab ich was übersehen? Komm mal zu mir. Willst du in die Ferne gucken, ja, da oben? Oder wo willst du hingucken? Oh, ich sehe ein Bonfire. Da zum Turm. Ich sehe ein Bonfire im Turm. Wie kommen wir denn da hin? Ah nee, nein. Ach du Scheiße. Ist einfach nur geradeaus, Moment, oder muss man die abbiegen? Nein. Ah, sehr gut. Boah, da soll man ja drauf kommen, ey. Hör, ich sehe eine Nebelwand. Ich glaube, du musst gehen. Ciao, Bella. So, ich hoffe mal, dass... Warte, bevor du da runterspringst, Hedda, lauf nochmal zurück, bitte. Hast du das Leuchtfeuer dort schon entzündet? Wo? Okay, lauf zurück. Ah, okay. Erst das Leuchtfeuer. Und da kommt jetzt was, das dürfte dir auch wieder mega bekannt vorkommen. Wo ist denn ein Leuchtfeuer? Das ist das ganze Gebiet, das muss ich. Lauf einfach die unsichtbare Brücke zurück. Ja. Zur Drehplattform. Ja. Und dann lauf zum großen Tor, ne, lauf Richtung großes Tor nach oben, die Treppen hoch.
Hey, wir waren doch gerade oben. Geht's doch rein? Also soll ich noch hochfahren in den Turm? Nee, nicht hochfahren. Du bist doch hochgefahren jetzt mit dem Dings. Ja, und wir sind hochgelaufen. Mir geht's nicht höher. Ja, und jetzt von der Brücke runter. Also von dieser Drehplattform runter. Aber nicht auf die unsichtbare Seite, sondern auf die sichtbare. Also nicht die Mitteltreppe gehen. Sondern auf der anderen Seite ist da auch nichts. Ich bin verwirrt. Hä? Ich kann nicht höher laufen. Hier ist auch kein anderer Ausgang. Hä? Was wollt ihr von mir? Achso, hast du die Plattform überhaupt bewegt? Nee, ne? Nee, wir sind einmal hochgefahren, sind hochgelaufen, dann waren wir bei der unsichtbaren Brücke und da steht das Ding jetzt. Und es gibt keinen anderen Ausgang, es geht auch nicht weiter nach oben. Also entweder laufe ich jetzt runter oder ich drehe hier oben am Hebel. Das sind die beiden Optionen, die ich habe. Ja, ich frag dich ja schon die ganze Zeit, ob du den Aufzug schon nach oben gefahren bist. Du warst doch gerade selber da. Du bist doch gerade erst gegangen. Jetzt bin ich ja von der unsichtbaren Brücke weg. Jetzt fahre ich ja noch höher. Ja. So, jetzt gibt's hier irgendwo da. Ach so, da ist eine große Treppe. Ja, okay. Warum Entschuldigung, ich dass ich mich undeutlich ausgedrückt habe. Was? Warum muss ich jetzt an Schlammwrestling denken? Weil das genau das... Hier steht sogar Arno Londo. Ja, alles klar. So, Leuchtfeuer ist aktiviert. Sehr gut. Dann wieder auf die Drehplattform, eine Ebene runter. Was ist denn, wenn ich jetzt nur runterlaufe? Dann ist da nichts, ne? Oder? Guck mal kurz, was jetzt ist, wenn ich hier nur runtergehe. Ach, runter, nur runter gehen geht aber auch. Dann ist der Ausgang auch bei der unsichtbaren Treppe. Oder unsichtbaren Brücke. Dann mache ich so. Ist die Brücke verbunden bis da vorne oder muss ich wirklich springen? Nee, du musst nicht springen. Du kannst einfach bis zum Balkon und dann auf den Balkon fallen. Bin da. Schlammwrestling mit Äxten? Ja, geiler Shit. Oh, wer hockt denn hier? Hallo? Name thyself, stranger. I am Yoshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Loot. Finstermondtreue ausführen oder nicht? Ja. Ja. Thou thinkst too. Very well. Captain to this nightless company I remain. I will grant thee purpose. Give me purpose, waifu. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Thou art now a blade of the Dark Moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Klinge des Finstermonds. Oh, ich wollte nicht mingeln. Oh. Good blade of the Dark Moon, welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of Father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. May I pose thee a question?
This tower, this prison, stands tall and solitary, the contraption bridging its lower reaches long unmoving. So, by what path didst thou here ascend? Art thou a creature of the air? Or other winged thing? Nicht ganz, Nuki, bringt das irgendwas, wenn man sagt, ich kann fliegen? Man teast sie dann nur oder so. Also ist es egal, was ich sage. Genau. Dann bleibe ich ehrlich. No, of course not. Okay, ich war auch immer ehrlich. Forgive my prying. Think no more on mine asking. I'm ashamed to say I know very little of anything. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Okay, das ist alte Text, ne? Now, the fire is linked such as but long ago only its erdemed. Gut. Beweis des Eintracht und der Eintracht darbieten. Beweis der Eintracht, bitteschön. Nimm es dir. Take it away. Der Eid jetzt noch tiefer angucken. Oh, schön. Off so soon. May the dark moon watch over thee. Was war schön? Sprich sie noch mal ein, zweimal an. Okay. Erstmal knie ich mich wieder. Oh. Good blade of the dark moon. Welcome home. Oh. Der Chat. If I can provide thee succor. Der Chat muss ganz schön aufpassen. Ghost Girl und Sariline verbünden sich gerade, um gemeinsam an Leute zu axten. Es könnte gefährlich werden. Eines habe ich bestimmt, ja, wer könnte das wohl sein? Long ago, our father now, so but only its erdemed. Nochmal? Long ago, now, so but only its erdemed. Oder komplett aufhören und nochmal mit dir anfangen, oder wie ist das? Nee, hör nochmal komplett mit ihr auf und sprichst du dann nochmal an. Gut. Knie wieder. Oh. Good blade of the dark moon. If I can. Sabine, du hast ja ein wunderbares Ziel ausgesucht. Du bist sehr gut. Long ago. Nein. Now, so but only it's Adam. Selber Text. Long ago. Now, so but only it's Adam. Da verändert das nicht. Tut mir leid. Long ago. Now, so but only Adam. Oder muss ich irgendwie das Spiel resetten oder so? Nukula ist ratlos. Bei mir kommt auch mal jetzt. Ich guck gerade nur, weil sie hat tatsächlich noch einige sehr interessante interessante Dialoge. Guck sie dir mal übrigens ganz genau an, weil man sieht ja ziemlich offensichtlich, dass sie kein Mensch ist. Ja. Sie hat auf jeden Fall lange spitze Ohren. Sie ist sehr groß. Sie hat lange spitze Ohren. Sie hat sowas ähnliches im Gesicht. Nee, mir fällt. Doch, also sowas, so dieses Blaue um die Augen herum. Ja. Mich erinnert das ein bisschen an diese eine da. Und fallen aus dem Hals unten, gucken irgendwie merkwürdige Tentakel raus. Das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Nee, nicht nur Tentakel. Guck mal auf den Boden. Rechts, ja. Unmittelbar rechts von ihr. Oh, sie hat einen Schwanz. Sie hat einen Schwanz. Da wollte ich jetzt nächstes drauf hinaus. Also, das Design von ihr erinnert ziemlich stark, auch wenn das, ich glaube, das ist Fehlleitend, aber mich erinnert das ziemlich stark an die, wie hieß sie nochmal bei Dark Souls 1, die ursprüngliche. Priscilla. Ja, ich wollte auch gerade Priscilla sagen. Mann. Genau, danke. Ich war gerade mal am Bonfire, gucken, ob sie etwas anderes sagt. Oh. Good blade of. If I can provide the. Long ago. Nö. But long ago. Wenn du nicht willst, dann halt ich. Nee, den Dialog, den ich meinte, den erreichst du nur, wenn du 30 Beweise der Eintracht bei ihr abgeliefert hast. Oh, wow, das ist eine Menge. Das ist eine ganz schöne Menge. Das ist eine Menge, ja. Aber nachdem du das dann abgeliefert hast, dann erzählt sie noch ein bisschen mehr über die Finstermondklingen an sich, also mehr über die Darkmoon Blades. Und dann sagt sie eben, die Finstermondklingen wurden einst geführt von meinem Bruder Gwyndolin. Wir haben schon
erfahren, also sie hat ja straight gesagt, dass ihr Vater wohl Gwyn ist und dementsprechend Gwyn wäre ihre Schwester. Und jetzt sagt sie, und dann würde sie in einem Dialog eben noch sagen, dass Gwyndolin eben ihr Bruder ist und die Dark Moons eben angeführt hat. Dann erwähnt sie aber noch, dass Gwyndolin wohl irgendwie krank geworden ist und aufgrund dessen die Anführerschaft nicht mehr weiterführen konnte und dann ist eben diese Pflicht auf sie gefallen. Was sie uns dann danach sagt, ist auch sehr interessant. Sie würde dann nämlich sagen, dann kam Sullivan und hat sich fälschlicherweise als Hohepriester, also er hat sich selber zum Hohepriester ernannt und hat damit quasi dann auch die königliche Familie oder die königlich-göttliche Familie eben von innen heraus quasi gestürzt. Mhm. Das heißt, Sullivan ist gar nicht so, also ist nicht von selbst zum Hohepriester aufgestiegen, so wie man das vielleicht meinen würde, sondern er hat sich selber einfach als Hohepriester eingesetzt, sich selber. Dieser Schlawiner. Und dementsprechend, was das macht Joschka quasi zur letzten Überlebenden, beziehungsweise der letzten, die wir jetzt so sehen, von der alten Königsfamilie. Ja. Und Sullivan hat sie quasi in diesen Turm hineingesperrt. Gut, dass wir Sullivan getötet haben. Lustig. Niemand sperrt eine Dark Souls Waifu irgendwo ein. Nicht ohne bestraft zu werden. Das stimmt. Eternity der Locker wurde erwischt. Sehr gut gemacht, Leute. Sehr gut gemacht. Wer war der Köpfer? Ich höre Nico. Sehr gut, Nico. Ich höre, dass du zum Fighting-Schwein zurückgeportet bist. Ja. Bist du jetzt nochmal zu ihr zurück teleportiert? Bin ich schon, gerade, ja. Ich habe nur kurz gelevelt. Ich wieder den Turm runter, da kannst du nochmal gucken. Da gibt es noch ein paar Items. Genau, ich wollte nur eben in der Zeit, Nikolaus alles erklärt, die Zeit nutzen, um eben heimlich zu leveln. weil, das ist ja immer eine gute Idee. Und warum soll ich die Zeit nicht nutzen? Zeit effektiv nutzen. Na, so war das jetzt nicht gemein, Nukula. Nein. Nee, ist ja okay, weil es kann durchaus mal etwas länger dauern, wenn ich hier in meinen Monolog verfalle. Also, nein. Ja, er hat ja gesagt, effektiv nutzen, nicht sinnvoll nutzen. Sinnvoll ist das. Gemäldehüterschwert. Ich habe euch mal den fetten Blitz jetzt eben eingeladen, das ist schon mal schön. Das Gemäldehüterschwert. Eine Waffe aus den Legenden der Ketzer, die von den Gemäldehütern getragen wird. Diese außergewöhnliche geformte Waffe verfügt über eine flache Spitze. Fertigkeit Kettentanz. Beginnt unerbittlich aufeinander folgende Angriffe und führt dabei einen einzigartigen kreisförmigen Tanz von tödlicher Anmut aus. So. Aber warum hat Sullivan sie eingesperrt? Hast du das? Um sie wahrscheinlich fernzuhalten. Von wem? Von was? Warum? Von ihm oder? Naja, also sie ist ja Anführerin der Finstermondklingen und sie hat ja gesagt, die Finstermondklingen sind diejenigen, die die ganzen Helden sozusagen beschützen, die sich auf den Weg machen, das erste Feuer zu binden. So wie das von Sister Guinevere und von Vater Gwyn eben verlangt wird, sozusagen. Mhm. Und dementsprechend, wenn es keine Finstermondklingen mehr gibt, die die Champions eben auf ihrem Weg beschützen, ist natürlich die Fail-Rate dementsprechend höher. Ja. Und natürlich, wenn sie gefangen ist, kann sie keine neuen in Amt rufen. Ja, genau. Ganz genau. Was uns die Information quasi gibt, dass Sullivan gegen das Feuer arbeitet oder gegen das Binden des Feuers. Und wie das eben so ist in Dark Souls, wird er daraufhin eben als Bösewicht dargestellt. Ja, stimmt. Obwohl das ja eigentlich nicht unbedingt der Fall ist. Also das Feuer beenden zu lassen, ist ja durchaus nicht unbedingt als böse zu sehen. Ah, ich weiß, wo ich bin.
So, ich lese mal eben den Gemäldehüter-Klamottentext durch. Ach stimmt, auf dem Weg nach unten hast du die Gemälde-Sachen gefunden. Ein Kleidungsstück der Gemäldehüter, deren Form in der Mythologie der Ketzer beschrieben wird. Diese glatte, blasse Kapuze wehrt Magie ab. Der bückelige Erzähler alter Geschichten berichtet von unerwünschten Seelen, die nirgendwo willkommen sind und schließlich in eine kalte, gemalte Welt gezogen werden. Sorry. Achso, in der gemalten Welt waren wir in Dark Souls 2? 1? 1. 1, genau. Dark Souls 1, ja. Das war ja genau da, wo wir gegen Priscilla gekämpft haben. Ja. Aber die restlichen Beschreibungen sind alle gleich. Ja. Ah, okay. Ja, von den Gemäldehütern haben wir ein paar damals aus dem Weg gemacht. Wie lange ist die Abklingzeit der Wurfaxt? Ich glaube, 5 Minuten, glaube ich. Ja, ich glaube auch 5 Minuten. Die soll ja nicht dauerhaft gespammt werden, eigentlich. 5 Minuten oder 500 Sekunden, irgendwie sowas. Ja, doch, können so ein. Ah, der Spion ist mittlerweile auch verschwunden aus dem Raum hier unten. Gut. Ja, der Spion stand ja oben in der Finsterung. Nee, stimmt, da ist er ja gestorben. Richtig. So, das heißt, ich reise jetzt am besten wohin? Arno Londo, ne? Genau. Mhm. Da können wir jetzt auch kaum wieder mal. Fox hat Ceriline geköpft. Ich hatte dich verteidigt. Ach, hätte. Ja, hätte, Fahrradkette. Vertrauen muss bewiesen werden, bevor es gilt. So. Kommt ihr direkt zum Arno Londo Feuer oder wo kommt ihr hin? Mhm. Ja. Sehr schön. Ich glühe auch schon. Ich bin richtig heiß auf euch. So. Und zack, da wird der Fox geköpft. Ich liebe es, wenn ein Kampf existiert. Ich wollte gerade sagen, ich liebe es, wenn ein Kampf existiert. Moment. Boah, das ist ja gemein. Da hat gerade mein Kopf komische Sprüche aneinander geworfen. Gesprochen wie ein Kriegsgott. Ja. Der zu viel A-Team geguckt hat. Oh, ich muss keine Finger. Oder? Scheiße, ich muss glaube ich doch Finger benutzen. Fuck. Alles klar. Finger-Time. Aber wir sind nicht mehr im PvP-Gebiet. Da wird auch nochmal Juxu angegriffen. Fox ist on Rampage. Oh ja, ein Rampage. Oh, wir können diese ganz geilen alten UT 2000 hier Double Kill, Multikill, Rampage, Godlike. Ja, Mann. Voll gut. Monster Kill. Genau. Und so, ich hab's quasi wieder ausgeglichen. Und ab irgendeinem Grad wird dann auch ein Ton abgespielt. Oder eine Animation im Stream, ich weiß es noch nicht. Was hast du mit Nuki gemacht? Yeah. Wieso? Achso. Ach, erst köpfst du Ceriline und dann gibst du ihr Nukis Kopf. Ach Gott, das ist aber... Großartig. Ich glaube, Fox hat was gegen Ceriline. Der Kopf hat eine Runde gemacht. Erst, warte mal, jetzt müssen wir kurz gehen. Ah, also ich hab erst... Okay, erstmal kämpfen. Ja, alles easy. Ich glaube, gegen 3 Leute. Wie alle ihn backstabben wollen, ey. Feige Truppe. Und wie nur einer es schafft. Kann ja auch nur einer schaffen. Oh, eigentlich müsste ich mal meinen dicken Zauber ausprobieren jetzt gegen die, ne? Ah, das Gebiet ist aber jetzt ja auch richtig Level-Recycling, ne? Ist auch schon... Also als erstes habe ich eine Wurfaxt geworfen, die hat Ceriline getroffen. Das heißt, sie hat den Kopf von Ceriline. Dann hat, wer war denn das? Neo Jutsu hat dann mich geköpft, um mir den Kopf zu nehmen. Ich habe dann Neo Jutsu geköpft und dann habe ich den Kopf Ceriline geschenkt. Also der Kopf ist quasi von Ceriline wieder zu Ceriline. Mhm. Aber wenn du dich da so rausreden möchtest, lass ich das mal gelten. Du aller Sadist. Ich glaube, da kennst du Fox schlecht, wenn du ihn als Sadisten bezeichnest.
Das wäre so die eine Charaktereigenschaft, die ich ihm nicht zuordnen würde. Alle anderen schon. Nein. So, was haben wir denn hier für ein Türchen? 1, 2 oder 3. Letztes Tor ist abgeschlossen. Oh, ich hab Header für. Ja, weil ihr immer vorrennt. Ich bin hinter euch irgendwo. Ich weiß nicht, wo hinter euch. Ach so. Aber irgendwo hinter euch. Ah, da hinten seid ihr. Ah. Ach ja. Nein, Header, guck nicht hin. Weißt du noch, wer da hinten war? Da hinten war? Warte mal, erstmal gucke ich hier unten runter. Ich sehe, welche Items versteckt sind. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wer da hinten war. Wer war da denn? Strong, Fire, Forge, Alkan. Oh, der Schmied. Ah, okay, okay. Der Schmied war hier. Oh, ist das was Steinhardt? Ich hatte gerade so was Steinlandes gesehen. Oh ja. Oh, schade. Kohle des Riesen. Oh, wir haben seine Kohle wiederbekommen. Er ist gestorben und wir haben seine Kohle bekommen. Wir haben quasi geerbt. Kohle, die für die Durchwirkung von Waffen genutzt wird. Es heißt, der Riesenschmied von Anor-Londo sei einst der Schmied der Götter gewesen. Dem Schmied im Schrein geben, um Edelsteine für die Durchwirkung blitzend, simpel und chaotisch zu nutzen. Aha, 3 Sachen gleichzeitig. Schön interessant. Zeit für tief, naja, tiefe Trauer. Schnüff. Ja. Ich mochte den Riesen. Auf dem Donnerbalken seinen versteinerten Fokus gebrochen. Was? Der war ja auch cool. Da geht's runter. Hier geht's irgendwo anders noch hin. Ich geh erstmal hier oben lang. Hier war das Fenster doch früher offen, ne? Jetzt ist scheiße. Nee, das war kaputt. Oh! Die haben tatsächlich noch den Fensterbauer geholt. Ich kann ihn nicht anvisieren, ne? Scheiße. Kann ich hier einen Tipp hinschreiben? Hier ist ein Tipp, oben. Das geht wahrscheinlich nicht. Kann ich einer anballern? Einer hat mal einen Bogen zur Hand. Fix. Dann müsste ich ihn jetzt ausrüsten. Was? Warum geht's? Da oben. Wo bist du denn? Yeah. Oh, hallo Fox. Hä? Hä, siehst du mich? Ach, nicht? Den da. Lol. Okay, das probieren wir mal aus. Na bitte. Dankeschön. Ciao! Boah, als ich das erste Mal da unten war, zu dir. Ich hab mich sowas von erschrocken, als das Viech runterkam. Ja, da war ein Tipp. Ah, da war bei dir ein Tipp? Ja, ja. Ich hab den auch schon mal positiv bewertet. Ach, hier kann man auch runtergehen. Das ist ja praktisch. Das ist genau wie früher. Oh, da hinten ist so ein komischer Cardinal. Oh, hier ist auch noch irgendwas. Gibt's hier noch den Gang? Nee. Oh nein, der ist zu. Das ist sogar eingeschränktes Level Recycling. Ja, Mondlichtpfeil. So, machen wir erst die Cardinals oder machen wir das Viech? Autsch, okay, Cardinals. Erst die Cardinals. Sie haben sich gerade beworben, als erstes zu sterben. Ah, Mist! Ich wollte eigentlich meinen Zauber benutzen. Mein Schwert benutzen, meine ich. Okay, ich komme ein bisschen zu euch. Aua! Dreifach Kill. Geil. Robe der Diakone. Wer sind denn von den Kackviechern hier? Ich hab leider keine Feuerwaffe gerade ausgerüstet. Das ist der ganze Palast voll geschleimt mit irgendwelchen Kuh.
Und sie ist ja wohl fast noch eine Feuerwaffe rauszuholen, wa? Ja. Ja, wir müssen mal eben kurz den Diakon da oben loswerden. Der dahin hat gelbe Augen. Das hieß doch bei Shadow of the Colossus mal eben was. Was? Ja, bei Shadow of the Colossus hieß es, dass er Akku auf dich war. Ja, ich glaube auch rote Augen, gelb und halt blau gab's doch nicht. Beweis der Eintracht! Menschlicher Abschaum! Das ist ja wie bei mir zu Hause. Okay! Menschlicher Abschaum. Mein Großer. Ah! Ich werde vollgeschleimt. Ich werde weggeknuspert. Nuki nicht hier allein gegen das Viech kämpfen. Ja, Entschuldigung, ich wurde gerade geknuspert. Ja. Ciao. Na, komm her. Nice. Rubin von Aldrich. So, ich muss mal eben kurz eine Waffenfeuerklinge anlegen. Daneben gehauen, bin so ein Honk. So, haben wir noch jemanden, der weggeglubscht werden möchte? Ich habe übrigens bis vor wenige Tage diese äußerst wichtige Truhe hier übersehen. Sekunde. Ja. Ich mach nur eben kurz das Tor auf. Ich vermute, das Tor geht auf. Tatsache. Ja, das gleiche Schalte wie früher. Ah, da, ich sehe sie auch schon. Ich hab die Achtung, echt bei dir nicht ist ein Glibber. Ignoriert. Ja. Du siehst ein bisschen mimikhaft aus. Nein, bist du nicht. Gut. Estos Scherbe, ja, nice. Yay. So, da ist noch so ein Glibber. Brennen so gut. So, haben wir alle weggeglibbert? Kann ich wieder meine andere Waffe anlegen? Gut. Und das Item lesen. Ja. Aber erstmal andere Waffe anlegen. Das war irgendwo jetzt hier, ne? Da, ja. Und den Aldrich irgendwas ringen. Rubin. Rubin, Aldrich. Rubin halt. Rubin von Aldrich. Diesen deformierten Ring hat Aldrich, der abgründige Heilige, zurückgelassen, regeneriert TP aus kritischen Angriffen. Aldrich, berüchtigt für seinen Fleischeshunger, hatte anscheinend den Wunsch, seine Freunde am Aufsaugen der letzten Lebenszuckung und das Leben an den Schreien seiner Opfer mit anderen zu teilen. Okay, das ist der Index, kennen wir an sich. So. Wie viele Seelen hast du, Hedda? Oh ja. 20.000 nur. Okay, also willst du die opfern ruhig? Das ist ja nicht. Diese Formulierung. Selbst wenn ich jetzt sterbe, sind sie ja nicht unbedingt geopfert. Also ich meine das halt nur so, also du kannst dir denken, dass jetzt ein Boss kommt. Das ist, kein großer Spoiler. Ich glaube, bei diesem Boss ist es noch stressiger, wenn du deine Seelen jedes Mal wiederholen wollen würdest. Deswegen, wenn du sie jetzt einsetzt, dann pfeif einfach drauf, wenn wir die jetzt verlieren. Ja, gut, aber wisst ihr was? Den Boss machen wir in der nächsten Folge. Also bei Twitch machen wir noch weiter. Aber YouTube, wir machen den Boss mit euch übermorgen. Bis dann, nicht den Kopf verlieren. Du verdammter Hater. Nicht den Kopf verlieren.